Hallo Internet und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Video. Ich habe heute mal einen Urlaubstag am Strand genutzt und ja, es ist wirklich der Strand, wie ihr vielleicht auch ein bisschen an der Soundkulisse hören könnt. Und es ist kein Greenscreen, ich bin hier heute nämlich auf Texel am Zellmappen. Bitte mal nicht nur heute, sondern eine ganze Woche. Ich mache hier entspannt Urlaub, einen Tag genutzt, Zellmappen war heute dran und ich habe dabei so einige interessante Erfahrungen sammeln können, welche ich nun in diesem Video mit euch teile. Viel Spaß dabei! Oh, mein Handy ist komplett in den Sand gefallen, schrecklich. Ich habe mit Vodafone am Samsung Galaxy S8 und mit KPN, also dem Roaming-Partner von O2, am Huawei MediaPad M5 Pro messen können. Als Apps dabei standen mir zur Verfügung für die Abdeckung Cellmapper, für das Auslesen Network Cell Info und für die Geschwindigkeit habe ich Speedtest genommen. In Den Burg gab es KPN mit B3 plus B20, also einer zweifachen Carrier Aggregation, was im Prinzip ja schon mal viel Bandbreite verspricht, was in der Praxis aber nicht ganz so durchkam. Innerhalb des Ortes war natürlich die Abdeckung mit B3 sehr gut, auch B20 sehr gut. Auch um Den Burg noch rum hatte man einen wirklich sehr guten Empfang mit B20, wenn man sich nicht weiter als 2 Kilometer vom Sender entfernte. Der Datendurchsatz in der Realität in der Innenstadt war jedoch nicht so gut. Na gut, es ist jetzt mitten hier in der Urlaubszeit. Das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor und es war in der Mittagszeit, wo natürlich alle draußen sind. Aber die Ergebnisse waren 51 Millisekunden Ping, was durchschnittlich gut ist, 22 Mbits im Download und 11 Mbits im Upload. Für eine zweifache Carrier Aggregation ist das schlecht, aber für diese Situation vor Ort ist es natürlich noch in Ordnung und es gab keinerlei Abbrüche bei VoIP-Telefonie oder ähnlichem. Hier ist jedoch Vodafone deutlich besser. Die Roten gewinnen hier auch ohne Carrier Aggregation. Nur B20 schafft hier 18 Mbit im Upload und 28 Mbits im Download bei einem ähnlich starken Ping von um die 50 Millisekunden. Für nur B20 zur Mittagszeit ist auch das ein wirklich guter Wert. Dann bin ich von Den Burg nach De Kocksdorp gefahren, wo ich dann direkt an den Sendern war, um direkt dort in der Nähe zu testen. Hier muss ich jedoch sagen, dass auf dem Weg dahin ich gemerkt habe, dass die Sender schon relativ tief standen. Natürlich, ich habe sie erstens nicht direkt sehen können, was für mich natürlich ein Riesenschock war. Aber jetzt ernsthaft gesehen, es war nicht wirklich gut, da die Sender relativ niedrig waren. Nur 5 bis 6 Meter hoch, mitten im Wald und außerhalb darum rum hatte man nur wirklich ein sehr schlechtes Netz. Die Sender allerdings waren direkt an einem sehr großen Campingplatz, wo die Qualität jedoch in Ordnung ging. Und zu den Messwerten kommen wir jetzt. KPN, der O2 Roaming Partner, schaffte 22 Mbits im Download und 12 Mbits im Upload, was für nur B20 vor Ort bei der Dichte an Leuten, die da auch dort waren, es war wirklich sehr voll, auch schon wieder ziemlich gut ist. Vodafone NL, also der Roaming-Partner von Vodafone Deutschland, hatte ein RSSNR, der deutlich höher lag, nämlich nicht 1,8 dB, sondern 14 dB. Je höher der RSSNR, desto höher ist in der Regel auch der reale Durchsatz. Dies war hier jedoch nur eine Ausnahme, denn es war hier nicht so. Hier war der Durchsatz mit Vodafone deutlich schlechter. Ich erreichte im Download um die 19 Mbits, was nur durchschnittlich gut ist für B20, trotz der vielen Leute. Der Upload dagegen war mit 23,5 Mbits jedoch sehr, sehr gut, auch für B20, trotz den vielen Leuten vor Ort. Der Ping dagegen war mit 52 Millisekunden ähnlich durchschnittlich im Mittelfeld. Am selben Standort gab es auch noch einen 3G-Sender auf B1-Basis, also 2100 MHz, welchen ich auch nochmal direkt getestet habe. Die Sendestärke war natürlich sehr gut, ich war ja sehr nah am Sender dran. Der Durchsatz war dagegen eher mittelmäßig und dazu kommen wir jetzt. Vodafone schaffte 11 Mbits im Download und 1,5 Mbits im Upload, was für 3G noch relativ okay ist, dafür, dass wirklich so viele Leute vor Ort waren. Der Ping war jedoch mit 74 Millisekunden relativ mies und allgemein klappt auch VoIP-Telefonie zum Beispiel nicht zuverlässig. KPN war hier jedoch im Only 3G-Netz nochmal bedeutend schlechter. 12 Mbits im Download, aber nur 0,4 Mbits im Upload bei einem ähnlichen Ping. Dies war ein deutlich schlechterer Wert, aber dennoch in der Praxis funktionierte hier VoIP-Telefonie und so weiter sehr, sehr gut, was mich im Endeffekt dann doch überrascht hatte. Am beliebtesten Strand Texels, also bei De Kok direkt, habe ich auch nochmal einen Test durchgeführt und hier kamen nochmal etwas andere Messergebnisse. Die Abdeckung hier war übrigens relativ unterdurchschnittlich im Strandgebiet, da der Sender mitten in der Innenstadt steht. Er war zwar relativ hoch, aber die Dünen sind auch nochmal deutlich höher, sodass natürlich der Empfang nicht voll durchgehen kann an den Strand. Vodafone schaffte hier jedoch 24 Mbits im Download und 2,3 Mbits im Upload,
was für diese relativ schlechte Abdeckung doch noch ein wirklich sehr guter Wert war, wie ich finde. VoIP-Telefonie und so weiter und auch Videotelefonie per WhatsApp und Skype war hier, während man am Strand entlangläuft, wirklich absolut kein Problem. KPN hatte hier jedoch nur 5 Mbits Download und 0,5 Mbits im Upload, was deutlich schlechter war, und das Netz war hier am Strand dann auch wirklich sehr unzuverlässig. Durch einen großen Sender in De Kok, welcher B20 auf 800 MHz ausstrahlt, war die Kapazität in De Kok und drumherum natürlich wirklich sehr gut. Aufgrund der hohen Masse und der schlechten Positionierung der Mobilfunksender war das Netz in De Kok Sop natürlich schon mal bedeutend schlechter. Hier müsste dann theoretisch noch ein weiterer Sender hin, welcher deutlich höher ist, aber auch das ist nur Theorie und muss nicht zwingend sein, aber es würde das Netz gerade im Norden von Texel nochmal deutlich verbessern. Was mich sehr überrascht hatte, ist, dass die Telefonie über KPN eher unterdurchschnittlich war, also nicht wirklich gut, aber Vodafone hatte eine wirklich exzellente Sprachqualität im 3G-Netz, also wer viel telefoniert, auf jeden Fall Vodafone mit 3G bestens empfehlenswert. Wer jedoch nicht so viel telefoniert und sich hauptsächlich in Den Burg und südlich von Texel aufhält, wird auch mit KPN sehr zufrieden sein. Ansonsten kann ich Vodafone hier deutlich mehr empfehlen. Und das war's mit diesem Video. Ich bin hier noch am wunderschönen Strand von Texel und werde noch die nächsten Urlaubstage genießen. Also das war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüss Internet.